Sascha für Mobile Geeks 2013 war für die ehemalige Firma, die sich damals Lucky Gold Star nannte, jetzt heißen sie LG aus Südkorea, ein sensationelles Jahr. Das lag vor allen Dingen daran, dass sie tolle Premium-Geräte veröffentlicht haben. Wir haben das LG Optimus Pro gehabt, eines der besten Phablets im letzten Jahr und immer noch ein gutes Phablet. Dann haben wir natürlich ein sensationelles Gerät gehabt, wo ich immer noch sagen würde, meine Güte, wenn ihr ein gutes Smartphone der 5-Inch-Kategorie sucht, dann ist das LG G2 immer noch ein heißer Hit. Vielleicht sollten wir das mal mit den aktuellen Smartphones vergleichen. Und dann last but not least haben wir natürlich noch das Nexus 5 gehabt. Ebenfalls ein tolles Gerät zu einem richtig günstigen Preis. Jetzt gibt es ein neues Phablet von LG. Wir haben es hier am Start und da ist das gute Stück. LG G Pro 2 5.9 Inch Qualcomm Snapdragon 800 Power 13 Megapixel Kamera mit optischem Bildstabilisator. Ratet mal, was wir machen. Ich pack's wieder rein und dann packen wir es aus. Das ist natürlich nicht das neue LG G Pro 2. Das ist das LG Optimus Pro vom letzten Jahr. Und in meinen Augen war das ein grandioses Phablet gewesen. 5.5, 1080p Display, war richtig schnell gewesen, hat eine richtig gute Kamera gehabt, einen großen Akku. Und ich habe es dann so zur Jahresmitte dem Galaxy Note 2 vorgezogen, weil mir das Gerät hier wirklich richtig gut gefallen, mir einfach gezeigt hat, was passiert denn da gerade bei LG. Denn die haben auch ihre Absatzzahlen generell 2013 ordentlich nach oben geschoben. Das, was als nächstes kam, war eine Erschütterung der Macht auf dem Smartphone-Markt. Anders kann ich es gar nicht erklären, weil das war das neue LG G2. Optimus hat sich verabschiedet als Marke in diesem Falle. Wir sind komplett auf G gegangen und haben zum allerersten Mal als ein Hersteller ja diese Bedienelemente auf der Rückseite auf den Markt gebracht und das war ganz spannend gewesen, neben der Tatsache, dass das Display ein absoluter Killer ist. Ich meine, guckt euch das mal an, guckt euch mal die dünnen Rahmen rechts und links an. Das Gerät hat uns so verdammt viel Spaß gemacht und das lag nicht nur daran, dass es sauschnell war, sondern auch durchaus an der Kamera hinten. Das ist die einzige 13-Megapixel-Kamera damals zumindest, die mit dem optischen Bildstabilisator ausgeliefert wurde. Richtig tolles Gerät, in meinen Augen immer noch eins der besten 5-Inch-Smartphones, die ihr momentan kriegen könnt. Und wenn ihr jetzt nicht gerade 600, 700 Euro für das neueste S5 Z2 HTC One M8 ausgeben wollt, schaut euch das LG G2 an. Das ist auch im nächsten Jahr noch ein ganz, ganz, ganz tolles Gerät. Dann haben wir natürlich ebenfalls gehabt das Nexus 5. Ja, in einer gewissen Art und Weise die günstigere Variante des LG G2. Da haben sie eine etwas kleinere Kamera eingebacken, hätte ich jetzt fast gesagt, reingepackt. Ihr konnt das Gerät nicht mit Micro-SD-Karte aufrüsten, hat ein bisschen weniger Speicher und ist aber ansonsten auch ein richtig tolles Smartphone und vor allen Dingen die rein designtechnisch, das habe ich jetzt natürlich hier in einem kleinen Case drin, rein designtechnisch hat uns das richtig gut gefallen. Nochmal, das zeigt so ein bisschen, was mit LG im letzten Jahr passiert ist. Tolle Geräte auf den Markt gebracht, gute Designs, grandiose Performance und vor allen Dingen displaytechnisch und kameratechnisch haben sie sich ordentlich weiterentwickelt und ja, da richtig Gas gegeben und von daher der Erfolg gibt ihnen recht. Was haben wir denn jetzt Neues am Start? Ja, ich meine, ihr habt es ja gerade auch in der Einleitung schon gesehen. LG G Pro 2, das ist im Grunde genommen dann ja der Nachfolger des LG Optimus Pro. Und das packen wir jetzt aus. Ich muss zu meiner Schande dazu sagen, ich habe es schon ausgepackt. Ich habe sogar schon den Akku geladen und ich habe den Akku auch schon reingepackt in das Gerät. Also verzeiht mir, wenn ich das Unboxing jetzt so ein bisschen fake. Stellt euch einfach vor, ich hätte das jetzt alles nicht gemacht, was ich gerade angesagt habe. Zum Ersten seht ihr natürlich hier das großartige Gerät. 5.9 Inch Display, 1080p ist die Auflösung. Das heißt, die Pixeldichte ist ein bisschen geringer als beim Optimus Pro. Wir legen es mal ganz kurz zur Seite und dann, ja, es waren auch noch Handbücher dabei. Ihr bekommt auch ein Netzteil, das habe ich nebenan liegen. Übrigens, mir gefallen immer die Kopfhörer von LG richtig gut. Nicht nur, wie die optisch rüberkommen, sondern auch, wie sie sich im Ohr selber anfühlen. Neben Sony machen die in meinen Augen die besten, ja, Default-Kopfhörer, die momentan so auf dem Markt sind.
und dabei gelegt sind. Micro-USB auf USB-Kabel. Ich denke mal, der ganze TINF sollte euch bekannt sein und ist eigentlich nicht der Rede wert. 3200 mAh Akku ist schon reingepackt worden von mir. Glaubt mir, der war auch mit im Lieferumfang dabei gewesen. Jetzt aber mal endlich hier. Jetzt habe ich es gerade endlich wieder draufgefummelt und jetzt kriege ich es kaum ab. So, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. So, haben wir das gute Stück. Und dann lasst mich euch mal ein bisschen was zum Gerät selber erzählen. Wir haben eine 2.1 Megapixel Kamera vorne, wir haben eine 13 Megapixel Kamera hinten. Und hinten seht ihr genauso wie beim G2 natürlich auch diese Bedienelemente auf der Rückseite. Eigene Designsprache, eigene Funktionalität. Ich finde es klasse und LG sollte das weiter durchziehen. Haben sie aber Mini jetzt mittlerweile auch gemacht. Von daher passt das eigentlich ganz gut. LED-Flashlight habt ihr noch daneben reinbekommen. Ganz, ganz wichtig in diesem Fall, was wir hier in den Händen halten. Wird zwar in Taiwan schon verkauft für etwa 400 Euro. LG hat uns aber gesagt, die sind noch nicht ganz so happy mit der Kamera. Das heißt, da kommt eine neue Variante drauf. Wenn ihr jetzt schon früh irgendwo die Geräte in Deutschland seht, wartet bitte ab. Schaut bei uns auf der Seite drauf, mobilegeeks.de, da kommt eine neuere Variante raus. Also bevor ihr jetzt irgendwas kauft und danach seid ihr unglücklich damit, ne, nimmt diese ganze Geschichte so eine Art als Preview an. Aber ich denke mal, dafür haben wir eigentlich genug hier am Start und können da auch ordentlich was machen. Das Gerät ist 8,3 mm nur dick, wiegt auch nur 172 Gramm, fühlt sich generell extrem leicht an. Qualcomm Snapdragon 800 ist eingebaut, also die Kreid 400 Architektur mit der Adreno 330. 2,26 GHz ist der Quad-Core getaktet, dem stehen dann 3 GB RAM zur Seite. 16 oder 32 GB internen Speicher, den könnt ihr auch entsprechend über eine MicroSD-Karte, LG sagt bis 64 GB, naja, es gibt dann auch einige mit 128, aber dafür nehmen sie halt keine Garantie, also müsst ihr aufpassen, welche ihr dann habt. Vielleicht in den Laden gehen, alle Verpackungen aufreißen, mit 128 GB MicroSD-Karte und ausprobieren. Die sind ja auch extrem günstig und da freut sich der Verkäufer eures Vertrauens, wenn ihr sowas macht. Was haben wir sonst noch am Start? LTE ist endlich mit an Bord. Plus, wir haben Corning Gorilla Glass 3 vorne, damit die ganze Nummer auch nicht zerkratzt. Ich mach's mal eben an. So, muss man ein bisschen länger draufdrücken, dann kommt gleich die Boot-Sequenz. Da haben wir es schon. Und dann gucken wir mal ein bisschen, was das Gerät noch so alles kann. Ums Gehäuse drumherum gehen ist ein bisschen schwierig. Ne? Micro-USB-Anschluss haben wir hier auf der Seite und ansonsten war es das. Dann habt ihr noch einen Anschluss für euer Headset, weil alles andere ist ja hinten drauf gepackt. Ne? Von daher geschenkt, sag ich da mal. Natürlich, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier schon eingeschaltet habe. Knock, 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 da ist es. Das Feature gibt es hier auch. Und bitte, guckt euch mal. Ihr Smartphone-User der Welt, schaut auf dieses Display. Ist das nicht schick? Vielleicht soll ich es noch ein bisschen heller machen wieder. Wir haben so ein bisschen Probleme da mit dem Weißabgleichen. Da muss man einfach mal gucken. So geht das so einigermaßen. Es ist zu hell. So ist das, glaube ich, besser. Extrem dünner Rand hier wieder. Display und noch ein bisschen Display. Das ist also LGs Ding im Moment. Ich fahre nochmal daneben ganz kurz das G2 hoch, damit ihr das da auch nochmal sehen könnt. Was brauche ich denn noch im Smartphone? Ich möchte doch ordentlich viel Display haben. Es gibt immer mal wieder so ein paar Zeitgenossen, die beschweren sich dann, oh, wenn der Rahmen so dünn ist, dann komme ich da die ganze Zeit drauf und irgendwas wird ausgelöst, bla bla bla. Nein, ihr gewöhnt euch da ganz schnell dran. Ihr könnt das auch nochmal sehen, ne? Sensationell. Also ehrlich, LG, auf eure Frontansicht und auf dieses Display mit den dünnen Rahmen, da geht mir wirklich einer drauf ab. Das habt ihr so schön hinbekommen. Und nochmal, das Gerät bekommt ihr ganz günstig. Ich glaube mittlerweile so etwa für 350 Euro. Da ist auch ein Snapdragon 800 drin. Auch ein Akku, glaube 3200 oder so. Großartige Kiste. Plus eine der besten Kameras, die überhaupt auf dem Markt verfügbar ist. Jetzt aber mal zu dem Burschen hier. Was ist denn hier wofür ein Android drauf installiert? Wir gehen mal ganz kurz in die Settings rein. General, About Phone, Software Information, Jelly Bean 4.4.2 gibt es hier frei Haus serviert. Und ansonsten hier diese ganzen Quick- und Q-Slide-Apps,
Das haben wir auch schon auf dem ersten Optimus Pro gesehen. Die könnte natürlich auch entsprechend selber anpassen, also dass er sagt, was möchte ich denn jetzt am liebsten drin haben? Quick Remote, ganz, ganz lustiges Feature, also so eine Multi-Lern, hast du nicht gesehen, Fernbedienung, da könnte dann verschiedenes, guck mal hier, Air Conditioner, das müsste ich ja endlich mal zu Hause ausprobieren, obwohl ich nicht sicher bin, ob wir eins von diesen Geräten haben. Aber ihr könnt Projektoren und so weiter, TVs, alles mit einbinden. Ganz, ganz, ganz feine Sache für die Leute, die keinen Bock haben, andauernd 5 oder 6 verschiedene Fernbedienungen aufzuladen. Batterien sind ja auch nicht so günstig. Dann könnt ihr lieber das Ding in 2 Jahre nutzen und dann einmal nach einem Jahr hinten den Akku austauschen. Ich glaube, da fahrt ihr generell ein bisschen besser mit. Blöd ist dann natürlich, wenn man die ganzen Fernbedienungen wegschmeißt und es nur eins von den Geräten zu Hause gibt und dann Papa oder Mama oder ihr selber halt damit gerade unterwegs seid. Anyways, wir gucken noch mal ganz kurz in die Apps rein. Was ist hier vorinstalliert? Natürlich die diversen Google-Anwendungen. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran, damit ihr das sehen könnt. Dann hat LG auch so ein paar Utilities, ein eigenes Backup-Programm. Das ist für die Leute, die sich jetzt nicht unbedingt mit so Third-Party-Backups auseinandersetzen wollen. Ganz praktisch, also Factory Reset und ihr kommt wieder an eure Daten dran, beziehungsweise die Apps können wieder über das LG-Backup zurück installiert werden mit den Settings etc. pp. Finde ich ehrlich gesagt eine ganz schöne Geschichte. Was ist denn hier in der Messaging-Abteilung installiert? Okay, das nennt sich SMS, Sascha. Ich habe schon überlegt, meine Güte, ein neuer Messenger-Service? Man weiß es ja nicht. Samsung hat ja auch Chat-On und vielleicht hat der LG auch noch irgendwie was rausgeknallt. LiveSquare und so weiter. Wir gehen also ganz detailliert im Walkthrough auf die diversen Features ein. Ich möchte euch hier wirklich nur einen kleinen Überblick mal geben von der Kiste LG Smart World. Da könnt ihr Themes und Customization-Sachen und so weiter runterladen. Es gibt da alle möglichen Schnickschnack und Sachen zum Ausprobieren. Da könnt ihr das sehen. Ne? Da könnt ihr euer Theme entsprechend anpassen. Und auch das schauen wir uns an. Machen wir mal hier so ein Live-Screen. Nee, besser nicht, weil wir wollen das ja nachher auch noch ganz, ein Stock-Design haben, wenn wir unser Review machen. Aber während des Reviews gehen wir darauf ein. Wenn ihr bis dahin irgendwelche Fragen habt zum LG G Pro 2, dann ab hier in die Kommentare rein, Freunde. Ansonsten könnt ihr natürlich auch rüber auf unserem Blog mobilegeeks.de gehen. Habt ihr oben schon abonniert? Wenn nicht, dann jetzt sofort tun, ansonsten explodiert dieses Smartphone ganz schnell morgen früh in meiner Tasche und dann kann ich halt nicht mehr vernünftig laufen. Kleine Schote am Rande. Was haben wir noch am Start? Daumen nach oben bitte, wenn euch das Video so gefallen hat, beziehungsweise das ist ja echt nur ein Quick and Dirty Unboxing und ich wollte euch zumindest mal zeigen, dass ihr seht, es existiert, es kommt auch bald vernünftig raus. Hier in Taiwan ist es halt in dieser Variante schon am Start. Erster Eindruck vom neuen LG G Pro 2. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Sascha für Mobile Geeks 2013 war für die ehemalige Firma, die sich damals Lucky Goldstar nannte. Jetzt heißen sie LG aus Südkorea. Ein sensationelles Jahr. Das lag vor allen Dingen daran, dass sie tolle Premium-Geräte veröffentlicht haben. Wir haben das LG Optimus Pro gehabt. Eines der besten Fablets im letzten Jahr und immer noch ein gutes Fablet. Dann haben wir natürlich ein sensationelles Gerät gehabt, wo ich immer noch sagen würde, meine Güte, wenn ihr ein gutes Smartphone der 5-Inch-Kategorie sucht, dann ist das LG G2 immer noch ein heißer Hit. Vielleicht sollten wir das mal mit den aktuellen Smartphones vergleichen. Und dann last but not least haben wir natürlich noch das Nexus 5 gehabt. Ebenfalls ein tolles Gerät zu einem richtig günstigen Preis. Jetzt gibt es ein neues Fablet von LG. Wir haben es hier am Start und da ist das gute Stück. LG G Pro 2 5.9 Inch Qualcomm Snapdragon 800 Power 13 Megapixel Kamera mit optischem Bildstabilisator. Ratet mal, was wir machen. Ich packe es wieder rein und dann packen wir es aus. Das ist natürlich nicht das neue LG G Pro 2. Das ist das LG Optimus Pro vom letzten Jahr. Und in meinen Augen war das ein grandioses Fablet gewesen. 5.5, 1080p Display, war richtig schnell gewesen, hat eine richtig gute Kamera gehabt, einen großen Akku. Und ich habe es dann so zur Jahresmitte dem Galaxy Note 2 vorgezogen, weil mir das Gerät hier wirklich richtig gut gefallen, mir einfach gezeigt hat, was passiert denn da gerade bei LG,
denn die haben auch ihre Absatzzahlen generell 2013 ordentlich nach oben geschoben. Das, was als nächstes kam, war eine Erschütterung der Macht auf dem Smartphone-Markt. Anders kann ich es mir gar nicht erklären, weil das war das neue LG G2. Optimus hat sich verabschiedet als Marke in diesem Falle. Wir sind komplett auf G gegangen und haben zum allerersten Mal als ein Hersteller ja diese Bedienelemente auf der Rückseite auf den Markt gebracht. Und das war ganz spannend gewesen, neben der Tatsache, dass das Display ein absoluter Killer ist. Ich meine, guckt euch das mal an. Guckt euch mal die dünnen Rahmen rechts und links an. Das Gerät hat uns so verdammt viel Spaß gemacht. Und das lag nicht nur daran, dass es sauschnell war, sondern auch durchaus an der Kamera hinten. Das ist die einzige 13-Megapixel-Kamera damals zumindest, die mit dem optischen Bildstabilisator ausgeliefert wurde. Richtig tolles Gerät, in meinen Augen immer noch eins der besten 5-Inch-Smartphones, die ihr momentan kriegen könnt. Und wenn ihr jetzt nicht gerade 600, 700 Euro für das neueste S5 Z2 HTC One M8 ausgeben wollt, schaut euch das LG G2 an. Das ist auch im nächsten Jahr noch ein ganz, ganz, ganz tolles Gerät. Dann haben wir natürlich ebenfalls gehabt das Nexus 5. Ja, in einer gewissen Art und Weise die günstigere Variante des LG G2. Da haben sie eine etwas kleinere Kamera eingebacken, hätte ich jetzt fast gesagt, reingepackt. Ihr konnt das Gerät nicht mit Micro-SD-Karte aufrüsten, hat ein bisschen weniger Speicher.